Gebet der Stunde, so wie man es eigentlich von unseren Webinaren gewohnt ist, selten pünktlich. Aber 5 Minuten zu spät ist ja auch pünktlich, oder? Wir starten die Reihe, die wir jetzt heute und morgen ablaufen lassen wollen, etwas unkonventionell. In der Regel fängt man immer damit an, um zu erzählen, wer man ist. Das erzähle ich heute mal nicht, das sieht man. Oder wir fangen einfach mal mit einem Thema an, was mich mal dazu bewegt hat, überhaupt kurzfristig zu handeln. Ganz kurz zu unserem Laden selber. Mein Name ist Thorsten Helbig. Ich glaube, das konnte man vorhin schon mal lesen. Aber man kann nicht voraussetzen, dass hier jeder lesen kann. Deswegen sage ich sicherheitshalber nochmal. Ich bin Anfang 50 und ungefähr seit 20 Jahren an der Börse. Wir sind seit 2007 hauptberuflicher Händler. Aber mehr zu dem kompletten Werdegang erzählen wir in der nächsten Stunde von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr beziehungsweise, nee, stimmt nicht, von 19.30 bis 21 Uhr ungefähr. Da werden wir ein bisschen tiefer gehen, ein bisschen was von dem erzählen, was wir hinter uns haben. Jetzt will ich mich erstmal auf das erste Startthema konzentrieren und versuche mal zu erläutern, warum es aus meiner oder aus unserer Sicht heute kaum möglich ist, langfristige Märkte zu handeln, beziehungsweise warum ich mich vor Jahren mal entschlossen habe, mich dem kurzfristigen Handel zu widmen. Ich habe mal sehr viel Geld versenkt in der Branche. Ich glaube, das kennt der eine oder andere auch, bloß dass der Begriff sehr viel, sehr unterschiedlich zu betrachten ist. Ich war früher immer der Meinung, wenn ich mein Minilot irgendwo dazu packe, dann kommt irgendwo der Markt mal richtig in Wallung. Und wenn das nicht langt, dann packe ich eben noch ein Minilot oben drauf. Das hat nie so funktioniert. Heute stellt man uns die Frage, wenn wir bei uns in der Community, die inzwischen 700 Leute umfasst, wenn wir alle die gleiche Position haben, alle am gleichen Punkt, nach den gleichen Regelwerken, nach den gleichen Setups einsteigen, ob das nicht den Markt bewegt. Ich glaube, das ist genau das Gleiche wie ein Pups im Weltall. Ob wir das nur alle zusammen machen oder nicht, ist völlig Banane. Da ich mich am Anfang darauf konzentriert habe oder mich auf Aussagen von sogenannten Coaches verlassen habe, dass ich mich in langfristigen Positionen sehr gut oder sehr wohl fühlen kann, um damit Geld zu verdienen. So wie Costellani mal gesagt hat, eine Aktie kaufen, 3 Jahre. Das ist aber berufsgenossenschaftstechnisch hier nicht in Ordnung. Das gibt eine Anzeige. Von wegen 3 Jahre eine Aktie in den Keller legen, 3 Jahre warten und dann nochmal nachschauen, was damit ist. Da habe ich mich versucht zu richten. Das Einzige, was es gebracht hat, nicht 3 Jahre, aber 3 Monate schwitzen. Und wer verheiratet ist und weiß, wie sehr Frauen bügeln lieben, der weiß ungefähr, was das für einen Eindruck zu Hause hinterlässt, wenn man alle 4 Stunden mit einem durchgeschwitzten Hemd kommt. Deswegen habe ich das nachher irgendwann mal sein lassen und habe die Märkte mal untersucht und habe mich gefragt, woher soll ich überhaupt wissen, wo das langfristig lang geht. Dann kamen so langsam die ersten Gerüchte hoch, dass man sagt, ja, die Märkte wären von Großen gemacht. Ja, wer sind die Großen? Also ich nicht, mit meinen 1,73 zähle ich mich nun mal nicht zu den Großen, aber auch nicht zu den großen Händlern, schon gar nicht zu denen, die den Markt irgendwo beeinflussen. Und dann habe ich da mal ein bisschen tiefer geguckt, um mich mit der Materie mal so weit auseinanderzusetzen, wie ich es verstehe, also wie ich es mit meinem Hirn verstehe. Man darf nicht vergessen, wir haben diese ganze Geschichte, ich habe weder Mathematik noch Bankwesen studiert, sondern ich habe jahrelang eine Baufirma gehabt. Und habe alles, was wir können, alles, was wir heute machen, alles, was wir handeln, habe ich mir selber beigebracht. Stimmt nicht ganz. Ich habe, glaube ich, 2008 mal ein Seminar besucht. Wir haben uns dann mit langfristigen Sachen beschäftigt und einfach mal geguckt, die Beeinflussung des Marktes. Das kann nicht mal Micha. Die Beeinflussung des Marktes und wie wir das für unseren Handel nutzen, beziehungsweise warum wir diese Position lassen. Das sind nämlich genau diese Punkte, die uns nicht dazu bewegt haben, bestimmte Positionen zu handeln, sondern es ist genau das, was mich eigentlich dazu bewegt hat, bestimmte Positionen
zu lassen und mich da rauszuhalten, weil das Geschäft einfach für mich Kleinhändler zu groß ist. Was wollen wir Händler eigentlich erreichen? Wenn man anfängt, sich mit diesem Markt zu befassen, wenn man anfängt, sich hier drauf zu konzentrieren, warum, wieso, weswegen, das erkläre ich im nächsten Vortrag um 19.30 Uhr, da gehen wir da ein bisschen tiefer drauf ein. Aber was wollen wir eigentlich erreichen? Wir sitzen vor dem Chart, wenn wir überhaupt schon wissen, was ein Chart ist. Wir sehen unten irgendwo eine Kerze, wir haben mal irgendwo vielleicht auf den IB-Days mal ein Buchgeschenk gekriegt hier, Händler Teil 1, beziehungsweise große Buch der Markttechnik oder so. Das passt allerdings nicht in den Karton. Haben vielleicht auch irgendwo begriffen, was ein Trend ist, und dann sitzt man abends davor und sieht dann so eine Bewegung, so von ganz unten bis ganz oben ist so ein Ding durchgewandert, 200-300 Punkte, und dann fängt man an, sich schon mal reich zu rechnen und sagt, Mensch, wenn ich heute früh aufgestanden wäre, was ja den meisten auch schon nicht gelingt, die meisten kriechen ja irgendwie 8:30 aus der Pofe irgendwie und sitzen am Schreibtisch mit einem Kissen im Gesicht, sondern wenn ich heute Morgen aufgestanden wäre, die Position gleich früh da platziert hätte, dann hätte ich wahrscheinlich heute Abend die 300 Punkte gehabt. Und wenn man sich das nochmal ausrechnet, rechnet sich ja im Gewinn immer ganz schön. Dann sagt man, okay, 300 Punkte mal 3 Lot, weil Margin, all in, alles was geht. 3 Lot oder 5 Lot, 300 Punkte mit 5 Lot, satte 15.000. Das scheppert richtig in der Kiste. Also, habe ich aber nicht. Hätte und wenn, wie erstmal so schön, hätte der Hund nicht geschissen, hätte einen Hasen gehabt, und hätte der Hase gewusst, dass der Hund scheißen muss, wäre er nicht so schnell gelaufen. Aber das ist doch eigentlich so immer unser Traum, dass wir gucken und sagen, okay, da ganz unten, da steigen wir ein, im tiefsten Punkt, und da oben steigen wir aus. Umkehrformation, habe ich sofort gesehen. Im ersten Anlauf oben eine Umkehrkerze, da bin ich direkt raus. Mache ich immer so. Woher kommt das aber? Wer ein bisschen was von unserem Laden kennt, wer ein bisschen was von unserer Software kennt, nach der wir handeln, die ich heute Abend kurz anreiße und morgen früh ein bisschen genauer erkläre, der wird sehen, dass wir bestimmte Zielbereiche da drin haben, um da mal ganz kurz abzuschwenken oder auszuschwenken, bestimmte Zielbereiche drin haben, die ich mir selber mal rausgepult habe, aus dem Markt gelesen habe, wo wir immer nach dem Motto handeln, wir versuchen uns in die anderen Händler reinzudenken. Was tun die anderen Händler? Wo tun sie das? Wenn sie das tun, was hat das für eine Auswirkung? Wie kann ich mir diese Auswirkung zunutze machen? Das ist unser ganzes Rezept, und danach handeln wir sehr, sehr kurzfristig. Wenn ich natürlich wissen will oder mich nach den anderen Händlern richten will, also wissen will, was machen die anderen Händler und wo tun die anderen Händler das, und wenn sie das tun, was hat das für eine Auswirkung, muss ich als erstes was wissen? Wer sind die anderen Händler, oder? Wenn ich ein vorbildliches Mitglied einer Schafsherde sein will, dann muss ich als Grundvoraussetzung wenigstens was sein? Ein Schaf. Wenn ich das nicht packe, dann habe ich in der Schafsherde schon mal nichts zu suchen. Also müssen wir mal gucken, die Teilnehmer im Markt, wer sind sie? Gucken wir uns den Devisenmarkt mal an. Zentralbanken, klar, logisch. Kommerzielle Banken, die noch leben. Fonds, Industrie, logischerweise, Versicherungsgesellschaften, da gibt es ein paar Brokerhäuser. Und dann kommen die wichtigsten Teilnehmer. Also nicht die den größten Umsatz generieren, sondern das ist eigentlich das letzte Glied in der ganzen Kette mit den kleinsten Positionen. Aber das sind die einzigen, die sich da hinsetzen vor einen Chart, mit einer Position ganz tief in der Scheiße sitzen und dann sagen, der dreht jetzt. Wir mit unseren 5 Mini-Lots oder mit unseren 10 Mikro-Lots oder so, wir sind die Einzigen, das letzte Glied in der ganzen Kette, wir sind die Einzigen, die für uns festlegen und sagen, der muss jetzt drehen, der muss jetzt drehen. Die Jungs, die machen das ganze Geschäft. Wir da hinten, wir können nur auf diesen Zug aufspringen und einfach gucken, wo fährt der Zug jetzt ein bisschen langsam, wo kann ich aufsteigen, dann ein Stück Gas geben, und wenn er die nächste Kurve nimmt oder kurz vor dem nächsten Signal wieder bremst, muss ich wieder aussteigen. Dieses ganze Stück, das will ich nach Möglichkeit mitnehmen, ohne mir irgendwo eine Schramme zu holen. Ihr werdet vielleicht heute Abend oder morgen auch sehen, ich denke unheimlich gerne in Bildern, das nimmt mir die Angst vor der Börse. Fest steht, nach der Logik, nach diesem Kreislauf jedenfalls, wir können den Markt nicht beeinflussen. Definitiv nicht. Wir können nur gucken, was machen die anderen. Und wenn die anderen das machen, kann ich mich da irgendwo ein Stück ranhängen. Wir jedenfalls nicht.
Da haben wir die Händler, die im Devisenmarkt unterwegs sind. Deutsche Bank, Citi, Barclays, UBS, HSBC, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, Credit Suisse, Morgan Stanley, Bank of America, Merrill Lynch und sonstige. Sonstige, wer ist sonstige? Wer kennt sonstige? Hat schon mal einer das Logo von sonstige gesehen? Kann wahrscheinlich noch einen Designpreis mitgewinnen, wenn man das Ding macht. Brokerhäuser und so ein Kram und unter sonstige zählen auch wir. Und so ist der Markt aufgeteilt. Nochmal, da glaubt oder nicht, die Deutsche Bank am Devisenmarkt begleitet immer noch oder die handelt immer noch ca. 15% der Massen durch. Citi ebenfalls, die sind ungefähr auf einer Ebene. Aber ich könnte wetten, die Vorstandschefs, die duzen sich auch. 10% Barclays und dann wird die Luft dann immer langsam Stück für Stück immer dünner. 7% HSBC, 6%, 6%, 4%. Ich muss mal um die Ecke luken, damit ich die Zahlen noch sehen kann. Und 21% sonstige, die natürlich sich aus mehreren Jungs zusammenmischt. Und da haben wir, dieser Markt bewegt, ich weiß nicht, ob die Zahl noch ganz aktuell ist, die Jungs, die drucken ja immer fleißig Geld nach. Ich meine, im Grunde müssen wir die Zahl ja jeden Tag irgendwo heute korrigieren oder verstündlich korrigieren, je nachdem, wie schnell die Pressen laufen. Aber wann handeln die? Das sind übrigens 5,3 Billionen, falls einer jetzt nicht geschafft hat, die Nullen so schnell dahinter zu schreiben, also ein ganz normales Monatsgehalt. Die Asiaten handeln von 1 bis 9 Uhr. Wir haben den asiatischen Bereich mal ganz bewusst zusammengefasst, von 1 bis 9 Uhr, die einen von 1 bis 7, die anderen von 2 bis 8 und die anderen von 3 bis 9. Die Europäer von 9 bis 17.30 Uhr. Ich rede ganz bewusst von den Europäern. Man weiß ja nicht, ob in 3 Monaten die Briten noch dazugehören, weil die handeln ja eine Stunde später. Aber wir in Frankfurt handeln ja nun mal von 9 bis 17.30 Uhr und die Amerikaner von 15.30 Uhr bis 22 Uhr. Warum ist das so wichtig? Warum muss ich wissen, wann die handeln? Ich muss ja wissen, wer sich im Markt irgendwo bewegt und wer welche Interessen irgendwo verfolgt. Was handeln die Jungs? Die Zahlen, die müsst ihr euch jetzt bitte mal merken, weil die ganze Nummer, die Tabelle, die fragen wir morgen früh nochmal ab. Ist eigentlich völlig Banane, aber wir erkennen aus der Tabelle, das Einzige, wofür die wichtig ist, ist ungefähr die Währungsstruktur der Handelsumsätze bis 2010, dann habe ich aufgehört, weil das Verhältnis bleibt ja ungefähr das gleiche immer. Das heißt, das größte Handelsverhältnis bewegt sich immer zwischen dem Euro und dem US-Dollar. Den Schwenk mache ich ganz bewusst dahin, weil ich mich vor Jahren mal entschieden habe, den Euro-US-Dollar ausschließlich zu handeln. Das haben wir auch 5 Jahre lang getan. Warum den Euro-US-Dollar? Nämlich, weil wir das ausgewogenste Verhältnis haben. Wenn wir mal das britische Pfund nehmen, 12,9 zu 84,9. Das heißt, Pfund, US-Dollar ist deswegen wesentlich volatiler, weil das Verhältnis viel ungleicher ist von der Geldmenge her, von dem, was gehandelt wird, als das Verhältnis vom Euro zum US-Dollar. Vom britischen Pfund ist ungefähr ein Drittel von dem unterwegs, was an Euro unterwegs ist. Und genau deswegen ist auch die Volatilität dementsprechend größer. Und wenn wir dann das britische Pfund gegen Yen nehmen, dann weiß man auch, warum das Währungspaar das Biest heißt. Die Jungs haben nur 9% Marktanteil, Euro-US-Dollar im Gegenteil 28%. Das heißt, sie haben das ausgewogenste Verhältnis und dadurch, dass sie das ausgewogenere Verhältnis haben, ist die Logik, die man daraus schließt, für mich jedenfalls, dass sie auch den gleichmäßigeren Lauf haben. Diese extremen Sprünge, diese extremen Gaps, die man im kurzfristigen Handel von mir aus um 5 Minuten oder um 10 Minuten oder um 1 Minuten Chart sogar sieht, dass die Kerze bei Punkt A zumacht und dann mit einem Gap bei Punkt B aufmacht. Die Wahrscheinlichkeit ist hier bei Euro-US-Dollar wesentlich geringer als bei Währungspaaren, die ein viel ungleicheres Verhältnis haben. Nochmal schön, schön was Buntes hier. Die Leute, die hier immer zugucken, die wollen immer was Buntes sehen. Ein paar bunte Kerzen und so weiter ist mir gewöhnt. Ein paar Statistiken immer ganz wichtig. Ich habe die auch nur irgendwo aufstellen lassen. Die hat Junior mir gebastelt. Ich selber glaube keine Statistik, die ich nicht selber gefälscht habe. Wann handeln Sie?
Und da haben wir genau dieses Spiel, warum ich mich so auf den asiatischen Markt oder warum ich vorhin die asiatischen Zeiten erwähnt habe. Die Jungs, die wollen ja ihre großen Positionen setzen. Und die großen Positionen, die können die genauso wenig in einem Rutsch da reinklatschen. Die können jetzt auch nicht einfach sagen, okay, jetzt will ich mal, was weiß ich, eine halbe Billion Dollar verkaufen. Das geht ja auch nicht. Es gibt ja genau dafür gibt es ja Regulierungen, welche Mengen man überhaupt handelt. Ansonsten würde es den ganzen Markt immer zerlegen. Ich weiß gar nicht, ob das mal war, 2009 oder so, als ich mal einen Händler angeblich nur in der Taste verdrückt hat und wo der DAX, glaube ich, innerhalb von 45 Minuten um 400 Punkte gefallen ist und kein Schwein wusste, warum. Dann hieß es, dass er sich aus Versehen an der Tastatur vertan hat und die Größenordnung auf einmal durcheinander gebracht hat. So ist es eigentlich nicht zulässig. Aber genau deswegen muss ich wissen, welche Handelszeiten sind irgendwo. Wenn ich jetzt sage, der asiatische Markt, der handelt von nachts um 1 bis morgens um 8 oder bis um 9 ungefähr, bis in diesem Bereich, dann weiß ich genau, die Asiaten handeln was? Die Asiaten sind totale Fanatiker, alles was Aktien betrifft. Die sind totale Fanatiker, was ihre eigene Währung betrifft. Was die einen Scheißdreck interessiert, ist der Euro-US-Dollar. Das heißt, der Euro-US-Dollar-Markt, der ist in der Zeit relativ unberührt. Das heißt, die Jungs, die den Markt wirklich in irgendeiner Form beeinflussen wollen, ich weiß, dass der ein oder andere sitzt jetzt mit Sicherheit zu Hause und meckert und sagt, nee, wieso, der lässt sich doch nicht beeinflussen, hast du doch vorhin gerade gesagt. Kommen wir nachher gleich drauf, warum ich da eine andere Meinung vertrete. Die werden, wenn sie den Markt beeinflussen, sofern man von beeinflussen reden kann, also ein Händler im Markt beeinflussen ist genau das gleiche, als wenn man seine Frau beeinflussen will, das wird ja auch nie was. Die ist ja irgendwo mit einer Meinung geboren, mit der geht sie wahrscheinlich auch ins Grab. Das heißt, wir haben mal irgendwo jetzt einen Bereich, wo so eine Nummer entsteht. Gucken wir uns mal, in der Mittagspause haben wir ganz gerne von 12 bis 2 ungefähr, haben wir in der Regel so ein Range-Verhalten, wo sich der Euro-US-Dollar ungefähr bewegt. Warum? Weil die Jungs in Frankfurt hier unterwegs und ihre Currywurst essen. Oder nachts hat man das ja auch in ganz bestimmten Bereichen, wo genau eine Oberkante, eine Unterkante entsteht. Und wo genau in diesem Zeitrahmen, wo der Markt nämlich hin und her geht, schön gleichmäßig so hin und her schwenkt, dass man genau dort in diesem Zeitrahmen seine größeren Positionen, die man über den Tag dann ausgeführt haben will, die kann man schön dort platzieren. Immer schön genau in diesem Weg. Jetzt wird der eine oder andere wieder sagen, das glaube ich aber nicht. Wir werden uns gleich mal Beispiele angucken, wo man das sauber erkennen kann, dass sogar so eine Sachen gemacht werden können. Ich habe es mal einem ehemaligen Kollegen von mir nicht geglaubt, der mir immer gesagt hat, Märkte werden in der Form gemacht. Und dann habe ich mir die ganze Geschichte mal 5 Wochen durch den Kopf gehen lassen und ich bin einfach nicht drauf gekommen, warum, wieso das sein könnte. Aber ein klassisches Beispiel dafür zeige ich euch gleich mal, wie sowas genau gemacht wird. Und deswegen auch diese Ebene mal, gucken wir uns das mal an. Wir haben vorhin die Handelszeiten gesehen, welche Zeit handeln die Leute nicht oder wann ist der Markt relativ tot? Zwischen 22 Uhr und 1 Uhr. Um 1 Uhr fangen die Asiaten an, 22 Uhr gehen die Amis schon mal ihren Hamburger irgendwo essen. Nee, die kommen ja nicht mit einem aus, die brauchen ja 3. Und 3 Pommes dazu und 1 Liter Cola. Das heißt, die sind um 22 Uhr aus dem Markt verschwunden ungefähr. Und die ersten kommen um 1, nachts um 1, wenn normale Menschen jedenfalls schlafen, kommen die erst wieder in den Markt. Das heißt, in der Zeit ist der Markt relativ tot. Die Zeit solltet ihr euch vielleicht mal merken. Oder wer zu Hause am Schreibtisch sitzt und wer schreiben kann, der sollte sich vielleicht die Zeiten mal aufschreiben. Wir gucken uns gleich mal ein klassisches Beispiel an dafür. Was passiert jetzt? Da oben haben sich Order angesammelt, da unten haben sich Order angesammelt. Was passiert genau in diesem Rutsch jetzt, wenn da oben jetzt ein Haufen Order liegen, da unten ein Haufen Order liegen? Dann trinkt man Kaffee. Was passiert jetzt? Geht der Markt long? Geht der Markt short? Oder bleibt er doch flat? Ich stehe als Händler wieder da, wie Max in der Sonne, und weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Keine Entscheidung. Woher auch? Wenn es so aussieht. Das Klügste, was man noch machen kann, ist eine Order oben hinpacken und eine Order unten hinpacken und dann sagen wir mal gucken, was passiert. Sagen die meisten jedenfalls. Wie man sowas nicht macht, werden wir morgen mal erklären. Jetzt kommt genau dieser Ausbruch und dann kommt genau diese Nummer zurück. Ich glaube, zu Zeiten, auch Michael ist zum Glück draußen, zu Zeiten, wo die
ganzen Fachbücher geschrieben wurden, die von Trend, Trendwechsel, Trendbruch, klassisches 1, 2, 3 und so weiter, egal ob das Joe Ross oder so ist, in der Zeit, wo es geschrieben wurde, hatte das auch alles noch seine Berechtigung, alles seine Gültigkeit. Diese Macken, die wir jetzt hier sehen, genau gut, ne? So, wer sich das nicht gemerkt hat, kann es nochmal schnell mitlesen, dann sind wir wieder da, wo wir... Man merkt schon, Technik ist nicht so meins. Aber da, die Handelszeit, nochmal mitschreiben, ne? So, da sind wir wieder. Wer dieses Verhalten hier kennt, genau diesen Punkt, der weiß ganz genau, in der Regel funktionieren diese Ausbrüche, so wie sie früher mal funktioniert haben, nicht mehr. Sondern man legt da oben drüber eine Order hin, die wird geholt und zack, dreht das Ding um und schon, batsch, gibt es einen an die Backen. Wir stehen wieder da und sagen, die Schweine, Druckerhäuser, typisch, warten bis ich im Markt bin und dann drehen sie den Kurs. Volle Granate, die haben nur gewartet, das ist auch so, da sitzt mit Sicherheit einer, hier sitzen die bestimmt sonst auch den ganzen Tag, hier liegen Haufen Bildschirme hier vorne rum, darf ich euch bloß nicht zeigen, aber liegen Haufen Bildschirme, hier sitzen die sonst und machen hier die Kurse. Da drehen die Kurse, die warten genau bis du im Markt bist jetzt, da oben, jetzt bist du drinne und dann drehen die hier die Kurse, die haben hier so eine Kurbel wahrscheinlich irgendwie an der Börse an dem Bildschirm und sagen so, jetzt wird gedreht oder die drehen den Bildschirm um und dann fällt der Kurs einfach durch und dann passiert nämlich genau das. Orderausführung, zack, Fehlausbruch. Das gleiche Spiel gibt es nach unten natürlich auch. Und dann sieht das im Chart genau so aus. Wir sind oben drin, sind hier wahrscheinlich ganz knapp über diese Linie da oben reingekommen, sagen, geil, sauber, sauber analysiert, habe eine schöne gelbe Linie da reingelegt, genau sauber analysiert, genau da oben bin ich im Markt, geil, hat funktioniert, jetzt bin ich im Markt. Dann bin ich schon mal im Markt, ganz entspannt und gehe in die Küche, hole mir einen Kaffee und komme wieder zurück, sehe vier rote Kerzen und dann ist die Order wieder raus. Ja, danke Sebastian. Leider kein Gewinn. Jetzt gucken wir uns mal ein bestimmtes Beispiel an, an dem ich mich mal daran orientiert habe, ob Märkte beeinflussbar sind oder nicht. Was meint der ein oder andere draußen? Märkte beeinflussbar oder nicht? Nicht? Echt nicht? Du hast es schon mal gehört. Aber nicht gemerkt, ne? Das merkst du dir heute. Morgen frage ich das alles ab. Alles ab dem guten Morgen. Ich habe mich von der ganzen Geschichte meine ganze Zeit beeinflussen lassen. Lassen sich Märkte beeinflussen oder lassen sich Märkte nicht beeinflussen? Ich war aber der Meinung, nein, das geht nicht. Und dann schoss mir mal nachts um drei, ich vergesse das nie, nachts um drei kam dann so dieser Aha-Effekt, dieser Gedanke über mir und gesagt, Märkte müssen sich in irgendeiner Form beeinflussen lassen. Woher kommen? Ist aber meine Interpretation. Ich will jetzt keine Fachbücher auseinanderpflücken oder so, nicht, dass mir irgendwo morgen einer ins Bein pinkelt. Meine Interpretation. Die Banken machen Geschäfte ohne Ende. Die machen Gewinne bis zum Abwinken. Sind eigentlich dafür da, Kredite rauszugeben. So, dafür, dass die mir mal 200.000 für mein Haus leihen und die dann irgendwann wieder kriegen und dafür 3%, im Moment sind sie sogar unter 2%, Zinsen dafür kriegen. Davon können diese Renditen nicht erwirtschaftet werden. Wenn die eine Eigenkapitalquote haben von 5 Milliarden, können die schlecht im Quartal 5,6 Milliarden Gewinne machen. Geht eigentlich nicht. Also müssen die Gewinne, die Geschäfte ja irgendwo anders herkommen. Spekulieren dürfen die Jungs auch nicht. Mit Kundengeldern spekulieren ist nicht. Zum gewissen Teil, ganz gering, ich glaube 10%. Aber sind ja vielleicht auch Fachleute da, die das besser wissen. Ich habe mich damit nicht so genau befasst. Aber einen gewissen Teil darf man ja spekulativ irgendwo anlegen. Aber das Grobe muss ja irgendwo sicher angelegt werden. Wenn es sicher angelegt wird, gibt es kein Geld. Heute zahlt man sogar Strafzinsen dafür. Und wenn es kein Geld gibt, gibt es keine Rendite. Also woher kommt die Rendite? Wie kann eine Bank so eine Rendite erwirtschaften oder so ein Bankhaus so eine Rendite erwirtschaften? Jede Firma macht das heute. Währungsabsicherungsgeschäfte zum Beispiel. Währungsrisiko. Ich bin einmal nachts wach geworden und bin auf die Idee gekommen, da habe ich gesagt, wahrscheinlich könnte es so sein, dass die Jungs sich irgendwo auf große Geschäfte vorbereiten. Dann schoss mir so ein, wenn die, nur mal um ein Beispiel zu nennen, irgendwelche Zahlen zu nennen, wenn irgendwie sagen, okay, die Deutsche Bank will jetzt ein neues Mercedes-Werk in Tokio bauen. Das heißt, Mercedes will das bauen und die Deutsche Bank will das finanzieren. So, Mr. Mercedes geht jetzt zu Tante Deutsche Bank und sagt, hier, ich will da ein neues Werk bauen, 8 Milliarden, Bob, machst du das und
Deutsche Bank sagt, okay, mache ich. Das heißt, die brauchen ja dann in Tokio logischerweise keine Euro. Die interessiert ja kein Schwein, sondern die brauchen Yen. Geht die Deutsche Bank, geht an den Keller und guckt mal ins Regal und sagt, boah, Euro haben wir hier genug, aber Yen haben wir viel zu wenig. Aber in 3 Monaten wollen die Jungs ja ihre Kohle haben in Yen. Also müssen sie auch sehen, nach Möglichkeit, wenn das irgendwo geht, meine Deutsche Bank hat 15%, Citibank hat auch noch 15%, vielleicht machen sie Gemeinschaftsgeschäft draus. Also müssen sie auch eigentlich sehen, in 3 Monaten den Euro so teuer, oder innerhalb von diesen 3 Monaten, wenn das Geld gebraucht wird, den Euro so teuer wie möglich zu verkaufen und den Yen so billig wie möglich einzukaufen. Das ist eine Logik. Weil da liegt ja das Geschäft. Ne, Christian? Der Gewinn liegt im Einkauf. Heißt es ja immer. Da liegt ja das eigentliche Geschäft. Also, nachts aufgestanden, an Schreibtisch, habe gedacht, puh. So, weiß nicht, wer sich das Bild nicht vorstellen kann, Sprechblase, sagt, okay, das Geschäft, also an Schreibtisch, schnell aufgeschrieben, zeigt wieder in die Pofe. Nächsten Morgen um 8, pünktlich um 8, Junior angerufen. Junior, sagt der Name schon, hat ein jüngeres Gehirn als ich, also ist noch ein bisschen fitter im Kopf. Ich ihm morgens angerufen, ihm die Geschichte erklärt. Weil wir haben ein paar Stunden zusammen darüber gegrübelt. Ich ihm das morgens erklärt, da hat es schon mal einer gehört, ist das Wissen schon mal geteilt. Dann kann ich das abends auch nochmal abfragen, falls ich es wieder vergessen habe. Ich ihm das erklärt, Junior studiert, was ist seine Antwort? Puh, super Idee, wenn du das so erzählst, klingt logisch. Aber kannst du das beweisen? Und ich sagte, ja, du mich auch. Super Idee. Dann kam mir ein Beispiel, wir haben dieses Beispiel erzählt mit der Deutschen Bank und mit Mercedes und mit Tokio und bla bla bla, war ja auch nur so eine Idee. Und in dem Gespräch kam mir dann die Idee, das Gleiche können, ja, wir haben ja vorhin gesehen, wer war der dritt- oder viertgrößte in diesem Markt, wer Währungsgeschäfte macht? Nicht gemerkt, ne? Versicherung, zum Beispiel. Waren an der dritten, vierten oder fünften Stelle, glaube ich. Versicherung, die machen genau das Gleiche. Währungssicherungsgeschäfte. Geht gar nicht anders. Habe ich gesagt, okay, Versicherungsgeschäfte. Dann schoss mir das ein. Dann habe ich Junior gesagt, Mensch, denk mal an Fukushima. Atomkraftwerk, eine scheiß Nummer. Echt. Ich weiß nicht, wie viel Tote es da gegeben hat, hat auch keiner mehr darüber gesprochen. Aber das hat geknallt. Volle Granate. Ich glaube, 10. März. 10. März 2011. Das heißt, es ist heute genau 5 Jahre her. Super, fällt mir gerade ein. Das Erdbeben löste mittags, ich lese das jetzt ab, das konnte ich mir nicht merken, löste mittags, also bei uns morgens in Fukushima aus, 4 von 6 Blöcken gingen hoch. Was wäre jetzt die Logik? Gehen wir mal wieder in das Währungsgeschäft, gehen wir mal von den bunten Bildern, von so einem explodierenden Kraftwerk, was ich mir Lojo gesehen habe, bauen wir mal ein Kernkraftwerk und lassen das mal in die Luft fliegen, irgendwie. Gehen wir davon mal weg, gehen wir von dem Kernkraftwerk mal wieder in die Währungslogik. In Japan passiert eine Katastrophe. 4 von 6 Blöcken fliegen in die Luft. Erdbeben, große Welle, Wasser rein, Strom und nass, verträgt sich nicht, wissen wir alle, knallt einmal, buff. Was wäre die Logik? Was wäre die Logik für den Yen? Für mich war erstmal die Logik, wenn so eine Region um Fukushima, wenn die so eine geballert kriegen, so einen Schlag kriegen, ich glaube, da haben irgendwie 150.000 bis 200.000 Leute gewohnt, die da irgendwo, die wurden ja auch 3 Tage später evakuiert. Das Kraftwerk ist nicht mehr so ganz funktionstüchtig. Wir wissen nicht, ist die Region überhaupt bewohnbar? Wie viele Todesfälle sind da im Werk überhaupt? Kann die Region überhaupt mit Strom wieder versorgt werden? Was ist mit der Industrie? Wird die überhaupt noch mal wieder aufgebaut? Die ganzen Folgeschäden und. Die Logik war für mich, der Yen müsste erstmal richtig volle Granate eine auf die Mütze kriegen. Und wie? Oder? Wäre für mich die Logik. So wie ich früher mal gesagt habe, wenn ich Arbeitsmarktdaten gehandelt habe, Euro, US-Dollar, Arbeitsmarktdaten gut, Arbeitsmarktdaten USA gut, ist gut für Amerika ist gut für den Dollar, das heißt, der Dollar ist jetzt stark, ich handle Euro, US-Dollar, also starker Dollar heißt gleich schwacher Euro, Euro, US-Dollar short, volle Granate, all in, Omas Sparbuch obendrauf, über Omas Sparbuch reden wir nachher im zweiten Thema, Omas Sparbuch obendrauf, was macht Euro, US-Dollar? Klatscht nach oben. Und dann guckt man abends im Fernsehen, wenn dann der Spezialist oder wir nennen die sich da oder Fachkräfte irgendwie, wenn die da sagen, ja, das war eben, weil die Arbeitsmarktdaten so gut waren, hat es auch den DAX beflügelt und den DAX, als der DAX gestiegen ist, hat den Euro mitgerissen. Was für eine Logik. Also habe ich mir jetzt genauso angehört und gesagt, okay, hier, genau an diesen beiden Tagen müsste der Yen volle Granate einen auf die Mütze kriegen. Volle Granate. Was ist passiert? Wenn der Yen richtig einen auf die Mütze kriegt, heißt das ja beim Euro-Yen,
schwacher Yen, starker Euro heißt im Umkehrschluss Euro long, Yen short. Euro Yen, also kaufen. Was sonst? Euro kaufen, Yen verkaufen. Volle Granate. Damit den Sonntag. Erstmal ist genau in den beiden Tagen genau das Gegenteil passiert. Der Euro wurde immer schwächer und der Yen wurde immer stärker. Dann hatten wir den Sonntag, war ja nicht lange, die Zeit, die da gehandelt wurde. Dann haben wir Montag sogar mit einem Abwärtsgap geöffnet, nach oben. Da tritt eigentlich genau die Situation ein, die hätte eintreten müssen, nämlich einen stärkeren Euro und einen schwächeren Yen. Wäre eine ganz normale Logik. Am Montagmittag wurde dann bekannt, dass 170.000 Leute evakuiert werden. Die haben auch 170.000 Leute evakuiert, also war für mich wieder völlig die Logik, 170.000 Leute werden evakuiert. Die haben ja schon 4 Tage in diesem Dreck da gesessen, wenn die 4 Tage verstrahlt sind, ist doch völlig logisch, dass man das eigentlich nicht überleben kann. Wenn man das dann mal hochrechnet in Zahlen und sagt 170.000 mal Lebensversicherung oder sonst irgendwas an Renten, was da irgendwo alles fällig ist, ein horrender Batzen Geld. Also war völlig logisch, dass auf die, eventuell auf die Finanziers, wenn es die gab von TEPCO, oder auf die Versicherungsgesellschaften Riesenbatzen zukommt. Das heißt, die wussten ganz genau, in 4, 5, 6, 8 Wochen oder vielleicht auch in 3 Monaten brauchen wir jede Menge Yen. Und dann geht das Spiel los. Dienstag wurde dann evakuiert. Das heißt, in dem Moment, wo die evakuieren, wo die Katastrophe eigentlich perfekt ist, wird der Yen wieder stärker und der Euro fällt. Und da haben wir dann den Mittwoch. Was wird hier gemacht? Was ist hier passiert? Wir gucken uns mal die Kurse an. Wir sind im Tief bei 1,07 und sind im Hoch bei 1,13, 600 Punkte. 600 Punkte ist der Yen gegenüber dem Euro stärker geworden. 600 Punkte zu einem Zeitpunkt, wo der Yen eigentlich hätte total schwach werden müssen. Das war der erste Punkt, der mich dann überzeugt hat, okay, die Märkte sind in einer gewissen Form irgendwo beeinflussbar, wenn sich ein paar Leute nur einig sind. Wir haben vorhin über die Handelszeiten gesprochen. In welcher Zeit passiert im Markt so gut wie nichts? Wie bitte? Sie hört den Vortrag, glaube ich, schon das dritte Mal. Oder sie hat sich mitgeschrieben, in die Handfläche wahrscheinlich, wie in der Schule. In der Regel von 22 bis 1 Uhr ist der Markt relativ tot. Und jetzt gucken wir uns mal genau das Zeitfenster an, von dem Mittwoch, wo der Markt so richtig schön aufgeräumt wurde. Alles, was hier noch an Optimisten irgendwo im Markt gewesen ist, die den Euro schon gekauft haben, die da schon gesessen haben und gesagt, oh, volle Granate, jetzt geht's auch, jetzt knallt das da richtig, Euro long und dann hier drunter ihre Stops platziert haben. Manche sogar mit viel Luft, das war klar, der Markt wird volatil und die Stops so ein Stück tiefer. Selbst die größten Pessimisten hat es hier unten mit 600 Punkten rausgekickelt. Die Nummer, die hält kein Schwein durch. Es sei denn, man hat 200.000 im Konto und denkt dann doch, mit so einem Mikrolot kann man den Markt beeinflussen. Weil 0,01% Risiko, naja, das geht vielleicht gerade so. Jetzt gucken wir uns den Spaß mal an. Das ist genau die Klatsche, die er an dem Tag gemacht hat. An einem Tag von 1,13 kommen bis 1,06. Fast 700 Punkte, ich glaube 645 Punkte war es, die an dem Tag abgeklatscht ist. Und wann ist der größte Move passiert? Was schätzt ihr? Um welche Uhrzeit? Da haben wir einen Stundenchart von 22 bis 23 Uhr. Genau da, wo eigentlich kein Schwein mehr im Markt ist, wo alles zu ist. Selbst New York hat geschlossen, keine Börse mehr offen. Genau da wird außerbörslich wird alles abgeräumt, was irgendwo geht. Volle Granate. In einer Stunde von 22 bis 23 Uhr, von 1,1050 kommend bis 1,650. 400 Punkte. Baff! Um die gleiche Nummer bis um 2, bis die Asiaten im Markt kommen, wieder hochzukaufen. Unten alles abgeräumt, was irgendwo geht. Alles, was an Stops irgendwo da ist, genau die sogenannte überverkaufte Situation,
geschaffen, richtig geschaffen, alle Stops abgeräumt, volle Granate, um sie nachher hier unten anfangen, schön sich wieder hochzukaufen. Nochmal zu dem Marktverhalten. In diesen Range werden genau diese Nummern platziert. Und dann passieren genau diese Fakes, was man hier im großen Maßstab noch sehen konnte. Ja, ich habe jetzt nicht weit, die Aufnahme nicht weit genug zurückgemacht. Bis dahin, genau da unten, klatsch, zurück und nächsten Tag 22 Uhr, als wenn nichts gewesen ist. Nichts. Glücklich die, die es geschafft haben, nämlich hier unten diese Kehrtwende abzupassen. Und guckt euch mal das Kerzenverhalten an. Genau hier unten. Den Schlusskurs und den Eröffnungskurs, sondern sauber mit einem Abwärtsgap. Und genau diese Situation sieht man ganz genau. Die haben genau die Jungs genutzt, die hier den Schlusskurs gemacht haben und dort oben direkt rein. Einfach nur geguckt, okay, unten eine lange Lunte, zack, rein. Und dann fing das Ding direkt an zu marschieren. Volle Granate. Ich rede jetzt über dieses Thema eine Dreiviertelstunde. Jetzt will ich eine Position platzieren und muss mir die ganzen Fakten zusammenholen. Die ganzen Fakten, die ich hier mal zusammengesammelt habe, da habe ich Tage für gebraucht. Wann soll ich bitte schön eine Position setzen? Ich will ja genau diese Nummer mitnehmen von der ganz unten. Ich will ja genau hier unten, will ich ja irgendwo anfangen, wäre genau diese ganze Rutsche bis hier hoch, nach Möglichkeit sogar noch ein paar Meter weiter, diese ganze Rutsche will ich ja mitnehmen. Und von da an stand für mich fest, diese Rutsche nehme ich nie mit. Das wird nichts. Aber was ich machen kann, ich kann mir ja genau nach bestimmten Kriterien, nach ganz bestimmten Punkten, nach ganz bestimmten Setups, ganz bestimmte Situationen raussuchen. Man muss den Markt ein bisschen kennenlernen. Ich werde morgen sehr, sehr genau darüber erzählen und vielleicht heute Abend auch schon ein bisschen was darüber erzählen. Wir müssen lernen, die Märkte aus dem Chart zu lesen, aus dem nackten Chart zu lesen. Lass das Scheißding doch bis da runterfallen. Klar kriegen wir so eine Rutsche nicht mit. Müssen wir auch nicht. Wir haben in dieser 1 Stunde bei 400 Punkten, haben wir gar keine Chance. Gar keine Chance überhaupt, da irgendwo mit einem vernünftigen CRV, mit einem vernünftigen Risiko reinzukommen. Ohne uns eine blutige Nase zu holen oder uns ganz böse in die Finger zu schneiden. Diese Rutsche kriege ich nicht mit. Aber was kann ich mitkriegen? Ich kann mir genau aus dieser ganzen Geschichte hier, aus so einem Chart eine Situation rauslesen, wo ich sage, okay, aus dieser Bewegung hier oder aus dieser Bewegung nehme ich mir einfach ein ganz kleines Stück raus. Die Folge davon ist, je kleiner das Stück ist, desto kleiner ist das Risiko. Je kleiner das Risiko ist, desto kleiner muss mein Konto sein, weil desto geringer ist mein Verlust. Und umso besser kann ich ein vernünftiges CRV machen. Aber dazu erzähle ich nachher 19.30 Uhr was. Deswegen das Thema 19.30 Uhr auch. Mein Weg zum Börsenhändler, aber ohne Omas Sparbuch. Das Spiel gucken wir uns nachher mal an. Also, da gibt es nicht viele Folien, erzähle ich einen Schwank aus meiner Jugend. Ist aber zum größten Teil jugendfrei. Das ist nur mal ein Beispiel, was mich davon überzeugt hat, dass ich auf den Markt weder irgendwelche Einflüsse habe, noch irgendwas, geschweige denn, bin ich in der Lage, diesen ganzen Kram überhaupt so genau zu analysieren und mir Punkte rauszusuchen, okay, aufgrund dieser Daten, dieser Fakten, aus diesem Grund gehe ich jetzt da unten irgendwo rein und gehe da oben wieder raus. Habe ich jedenfalls null Chance. Die Zeiten, wo ich Aktien gehandelt habe, Ende der 90er bis Anfang 2000, wer hat das nicht? In der Zeit, wo ich da die Aktien gehandelt habe, da hatte das noch Sinn. Da habe ich eher die meiste Zeit damit verbracht, Bilanzen zu studieren. Egal ob in OnVista oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, habe mir die ganzen klugen Ratschläge angehört von den ganzen Analysten. Die setzen die jetzt auf Buy, setzen die auf Sell, setzen die auf Flat oder setzen die auf Neutral. Bilanzen, Bilanzzahlen rausgepoolt und lohnt sich das, die Aktie zu kaufen oder nicht zu kaufen. Da hatte man wenigstens noch ein bisschen was Handfestes in der Hand. Seitdem der Markt sich so extrem verändert hat und sich alles nur nach Charttechnik, alles nur nach dem Chart richtet, alles nach Kerzenformationen, nach Linien und richtet, seitdem sind so eine Analysen aus meiner Sicht völlig sinnlos. Ich versuche heute aus dem Chart zu lesen
und aus dem nackten Chart im Zoom-Verhalten zu sehen. Ich versuche lieber sowas hier zu erkennen, mir sowas rauszupulen, zu gucken, okay, jetzt haben die Ersten ihre Backpfeife gekriegt, in der Zeit, wo die jetzt hingehen zur Mutti, sich ein paar Eiswürfel und sich die an die Backe halten, in der Zeit gehe ich schon mal ein bisschen shoppen, in der Zeit gehe ich schon mal ein bisschen einkaufen. Und wenn die oben die nächste Backpfeife kriegen und dann wieder zur Mutti rennen, sich die Eiswürfel für die andere Seite holen, dann gehe ich schon mal das, was ich da schön billig einkaufen konnte, dann verkaufe ich das schon mal wieder. Das ist doch das ganze, der ganze Sinn. Ich will auch dieses ganze Thema, was ich gerade hatte, ich habe das jetzt noch mit einem Thema gemacht, mal anhand vom Beispiel von Fukushima einfach mal auseinandergepflegt. Aber was bringt es mir? Was bringt es mir, dass ich weiß, dass in Fukushima irgendwie 170.000 Leute hops gegangen sind oder dass es die ganz böse erwischt hat? Klingt klug. Es macht so den Eindruck, als wenn man ein verdammtes Allgemeinwissen, aber es bringt mir, nie, bringt mir was nicht? Es bringt mir keine Butter in den Kühlschrank und auch keine Eier und auch keine Wurst, nicht mal Margarine. Deswegen sage ich immer, ich will in diesem Markt, ich will die Zahlen gar nicht alle auswendig können, dann bin ich Analyst geworden. Ich will das überhaupt nicht wissen, ich will das auch nicht können. Ich will auch nicht wissen, wie man Stochastik mit Butterbrotpapier und mit dem Taschenrechner irgendwie berechnet und den mit Linien irgendwie aufzeigt und Millimeterpapier oder so. Will ich überhaupt nicht wissen. Ich will wissen, ob ich das Ding anwenden kann oder nicht. Ich will wissen, ob das Ding eine Aussagekraft hat für mich. Der Rest ist mir völlig Banane. Weil ich will hier an der Börse, will ich nur eins. Das ist Geld verdienen. Nichts anderes. Alles andere ist mir völlig Banane. Das sollen sich Leute mit beschäftigen, die dafür auch bezahlt werden. Die werden ja meistens auch gut bezahlt. Hier genau das Gleiche. Was passiert? Zack, oben abgeräumt, unten abgeräumt. Genau das, was wir gerade gesagt haben, ist doch völlig logisch. Wenn sich hier Order sammeln, wenn da Order liegen, da Einschlag, zack. Und je mehr der hier nach unten kommt, je mehr er sich genau diesen Order hier unten nähert, zack, einmal da runter, da unten abgeräumt, ein paar Kauforder noch gesammelt, auf geht's. Und dann kann das Ding seinen Lauf nehmen. Hier oben haben die Longies erstmal einen an die Backen, die Shorties einen an die Backen gekriegt, weil die ihre Stops da oben drüber liegen hatten. Und als die dann einen an die Backen hatten, ist es schön gefallen, dann waren die schon mal wieder beleidigt, weil die Rutsche nach unten ist ohne die Shorties gegangen. Die sind dann schon mal wieder aus dem Raum, Schippe gezogen, wieder ohne mich. Und hier unten haben dann die Longies, die sich hier oben einstoppen lassen haben, die haben hier unten einen an die Backen gekriegt, dann sind die den Shorties hinterher, habe ich auch einen an die Backen gekriegt und dann kann der Markt nämlich ganz sachte, ohne diese Störenfriede, die den Markt nur durcheinander bringen, können die nämlich ganz entspannt diesen ganzen Weg hier schön in einem ganz normalen Trendverlauf, in einem ganz gesunden Trend, wer das große Buch der Markttechnik gelesen hat, der weiß heute auch, was ein Trend ist, den können sie dann nämlich genau in diesem Trendverlauf dort hochschaukeln. So wie wir es haben will. Wo geht die Reise hin? Wohin läuft der Markt? Wir wissen es nicht. Wir wissen es weder morgens, wir wissen es weder abends. Was wir aber gelernt haben in den letzten 8 oder 9 Jahren, die wir das jetzt inzwischen hauptberuflich machen, was wir gelernt haben, genau diese Marken, das nervt jetzt aber ein bisschen. Das ganze Spiel nochmal. Ich drücke mal auf die falsche Taste. Merkt ihr eins, ich spiele auf Zeit. Ich habe Durst. Sind wir gleich durch hier mit der Nummer. So. Diese Nummer wollen wir uns da raussuchen. Und da wollen wir versuchen mitzuspielen. Was wir gelernt haben die letzten Jahre, uns genau diese Punkte rauszusuchen, da wo die anderen erstmal links einen in die Backen kriegen, rechts einen in die Backen kriegen. Ich weiß nicht, wo jetzt gerade der Kurs steht. Wir haben heute Morgen in unserem Blog unter www.ufbers.de und ihr seht ja jetzt hier, glaube ich, auch da oben irgendwie so ein Button laufen oder so ein Band durchlaufen, hoffe ich jedenfalls. Oder? Was sagt die Technik? Da oben sollten eigentlich irgendwo oben drüber irgendwelche Links drin sein, wo man draufdrücken kann von den Leuten, die jetzt hier zugucken, dass sie ein Anmeldeformular oder sowas anklicken können mit meinem Logo. Dann bestimmt. Am Rechner selber, bei uns gerade nicht. Okay. Also wenn ihr diesen Button seht, dann könnt ihr ihn mal anklicken. Wir haben einen Blog bei uns auf der Homepage, wo man das nachlesen kann. Wir haben heute Morgen gesagt, eine Long-Position, die kommt für uns noch nicht in Frage, im DAX zum Beispiel. Was haben wir heute Morgen gesagt? Du warst, glaube ich, ach nee, du warst gestern dabei, du warst heute im Flugzeug. Wir haben heute Morgen im Blog geschrieben, der Euro sollte bis maximal 1,0950 circa fallen, bis in den 50er Bereich, sollte ihn nicht weit unterschreiten, um dann direkt Gas zu geben. Den ganzen Tag immer wieder runter, 70, 60, 55, 60, 70, 50,
Und dann runter bis, ich glaube, bis 45 ist er gefallen. Bei 45 ist er ab. Wo ist der Kurs jetzt? Wie? Kein Handy, wo er steht? Ja. Hier, mitgemacht, nicht ausgelacht. Also er sollte bis 1.09.50, das heißt, wir suchen uns genau so eine Marken, wo so eine Sachen hier passieren. Dieses Verhalten, was wir jetzt hier heute haben, das war so, eben so eine Kante hier, genau sowas hier, wo viele, viele Händler aufeinandertreffen bei 1.09.50 und gesagt haben, okay, da darf er mit einem Spike kurz durch. Das hat er auch gemacht bis 1.09.44, oder 45 ist er irgendwie gegangen und jetzt müsste er wieder über 1.10 sein, um genau 50, 60 Punkte zu laufen. Wir suchen uns genau diese Punkte raus und sobald dieser Move und diese Rutsche hier durch ist, dann die Kehrtwende und dann kommt unser Handelssystem, was ich morgen genauer erkläre und zwar genau von 10.30 Uhr bis Mittag ungefähr, genau da in diesem warum, wieso, weswegen wir unsere Setups auch nur kurzfristig handeln und uns genau aus diesem Stück nach Möglichkeit sogar hier am Anfang, das war hier jetzt sehr spät, wir fangen morgens in der Regel 7.45 Uhr an, so dass wir, wenn die anderen Jungs mit dem Kopfkissen im Gesicht auf den Schreibtisch fallen irgendwie und versuchen, sich langsam wach zu machen oder wach zu werden, wollen wir unsere Schäfchen schon im Trocknen haben. Wo ist er? 1.10.24. Von 1.09.50 kommen, Tagestief war wo? Hey Jungs, das muss wie aus der Pistole geschossen kommen, wenn man ein Händler ist, oder? Egal. Wo geht die Reise hin? Wir wissen es nicht. Wohin läuft der Markt noch? Wie weit läuft er? Wissen wir alles nicht. Nicht, wenn das Ding anfängt zu laufen, keine Chance. Also müssen wir uns doch einen ganz schwachen Punkt, den schwächsten Punkt suchen mit einem kleinen Risiko, um auch mit einem einigermaßen moderaten Konto zu überstehen. Warum, wieso, weswegen, das erkläre ich, wie gesagt, 19.30 Uhr. Aber mit einem kleinen Risiko rein und wenn das dann eine lange Reise wird, dann ist es ja schön. Aber es ist doch schön, wenn einer mit dem Rad eigentlich nur von der dänischen Grenze nach Husum will und in Husum nachher beschließt, ich fahre doch nach München. Wollte nur schnell Zigaretten holen, ne? Und dann kam er erst nach 4 Monaten wieder. Aber den Weg, den ersten Weg von der dänischen Grenze bis nach Husum, den hatte ich schon mal weg auf Rad. So, und dann, wenn er dann sagt, oh scheiße, da hinten regnet es, da drehe ich jetzt mal nicht um, sondern geradeaus weiter. Und dann ist genau das Gleiche wie hier. Da ist die dänische Grenze und da ist Husum. Dann kann ich entscheiden, okay, oh scheiße, Husum, das ging so schön bergab, da bin ich einmal durchgerollt, okay, dann reiten wir eben halt ein Stück weiter und dann ist hier München. So, und dann habe ich diese Nummer eben einfach mal im Ganzen mitgenommen. Aber ich habe mit einem kleinen Risiko angefangen. Wenn ich diese Nummer hier handeln will, komplett von oben nach unten durchhandeln will, wenn ich diesen Punkt hier als Einstiegspunkt nehme, muss ich ja den anderen Tiefpunkt nach Vogt, nach Ross, egal nach wem, muss ich den anderen Tiefpunkt hier als Stop nehmen. Und wenn er diese Bewegung vorher schon mal gemacht hat, bin ich bei 200, 300 Punkten Risiko. Was brauche ich für eine Kontogröße, um 200, 300 Punkte Risiko einzugehen? Aber auch dazu mehr um 19.30 Uhr. Aber wir wissen es eben nicht. Wir wissen nicht, wohin läuft der Markt. Wir wissen nicht, wie weit läuft. Und wir wissen gar nicht, wo gilt es aufzupassen. Also jetzt im Markt aufzupassen. Im Schlafzimmer wissen die meisten schon, wo sie aufpassen müssen, oder? Welches Stop- oder Zielmanagement? Und. Das Marktverhalten. Wir müssen ein Ziel finden. Wir haben die Dinger nicht bei uns im Chart, bei uns in unseren Mustern haben wir die jetzt ganz bewusst nicht Widerstände und Unterstützung genannt, sondern wir haben sie Zielbereiche genannt. Warum Zielbereiche? Reine Kopfsache. Damit ich auch ein Ziel habe. Ein Ziel ist ja dafür da, weil es ein Ziel ist. Der 100-Meter-Läufer, der rennt ja auch nicht da über die Piste, über die Aschebahn wie ein Bekloppter. Nach 100 Metern sagt er, ey, das ging ja richtig gut, da mache ich mal 400 draus. Rennen wir halt mal ein Stück weiter. Lief ja gerade so gut. Bloß da hinten stoppt keiner mehr die Zeit. Also, wir müssen Ziele finden, wir müssen Risiko definieren und wir müssen, und unser Forex Pro kann uns ein wahrscheinliches Ziel anzeigen. Das durchschnittliche Marktverhalten ist Berechnung der wahrscheinlichen Bewegung. Das kann man bei uns lernen, das kann man bei uns in den Webinaren lernen. Wie gesagt, oben drüber ist hier ein Link, wenn ihr euch da registriert, kriegt ihr morgen nach der Veranstaltung einen Teilnahmelink an unseren Webinaren. Wir handeln mit unseren Leuten, mit unserer Community, die aus 700 Leuten besteht, handeln wir 3 Tage die Woche in der Regel live. Wir machen jedes Jahr 150 Webinare. Im Dezember dieses Jahr machen wir das 1000. Webinar überhaupt. Das heißt, wir handeln meistens Dienstag, Mittwoch, Donnerstag morgens von 7.45 Uhr bis 9 Uhr und nachmittags von 15.15 Uhr bis 16 Uhr mit den Leuten live.
Wenn man wissen will, wie wir arbeiten, wie wir sowas berechnen, wie wir sowas handeln, wie wir so eine Position ansetzen, ist gerne mal als Gast willkommen. Gegen ein geringes Entgelt seid ihr auch dabei. Guckt einfach mal, füllt dieses Formular aus, einfach nur eure E-Mail-Adresse rein und dann kriegt ihr eine Mail mit den Teilnahmebedingungen, mit den Teilnahmemöglichkeiten. Ab übernächste Woche seid ihr gerne 14 Tage bei den Webinaren willkommen. Erreichen von Zielen oder von Stops oder Gewinnmitnahmen, etc., das gucken wir uns alles an. Was passiert dort? Machbare Positionsgröße, Kontogröße, dieses ganze Verhalten, das kann man bei uns alles lernen, genauso wie wir das machen. Wir machen den Job nur nicht erst seit gestern, wir machen den schon ein paar Tage länger. Aber dieses Thema dann nicht morgen Abend, weil das war für gestern geplant, sondern dieses Thema machbare Positionsgröße und Kontogröße, dieses Thema machen wir heute Abend in einer Stunde ungefähr. Genau in einer Stunde machen wir genau dieses Thema machbare Positionsgröße und machbare Kontogröße. Warum wir uns genau für diesen kurzfristigen Markt entschieden haben, weil das nämlich genau in einem gesunden Verhältnis steht. Und das Thema heißt dann heute Abend Mein Weg zum Börsenhändler ohne Omas Sparbuch. Und zu diesem Thema würde ich mich freuen, wenn wir den einen oder anderen begrüßen können in einer Stunde auf Kanal 1, glaube ich, oder? Du hast doch einen Stundenplan mit da, aber keine Brille. Kanal 3. Alles klar. Also in einer Stunde auf Kanal 3. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in einer Stunde wieder. Und wehe nicht. Ich habe durchgezählt, wer alles hier war. Wenn einer fehlt, gibt es was. Ne? Bis dann in einer Stunde. Tschüss, tschüss. Moin, moin.